938 1830 119 129 833 67 33 6244 0624 587. Die Zahl Pi ist eine ganz besondere Zahl. Für den einen hat sie zwei Stellen hinter dem Komma, dem anderen reichen erst 1 Million. Und es gibt sogar Wettbewerbe. 0 Am 14. März, dem Internationalen Pi-Tag, traten am Berliner Archenholt-Gymnasium Schüler zum Wettstreit an. 5, 6, steht hier. 483 3 7 8 6 7 8 3 1 6 5 2 7 1 2 0 1 9 0 1 9 Nico räderte und 6, 9, 2, 3, 4, 5, 6, erst nach 22 4, Minuten 8, war 6, für ihn Schluss. 0 4 5 4 6 4 3 7 1 9 1 7 2 8 7. 2702 Stellen hatte er aufgesagt. 6 5 7 5 7. Wie fühlst du dich, Nico? Zufrieden. Toll, ne? Man versucht die Gedächtnisleistung an der Stelle sich selber zu verstehen und das Gedächtnis selber. Und von der Warte aus ist das also ein Reiz, immer besser zu werden. Und man lernt in dem Maßen nicht nur Pi etwas besser kennen, sondern an der Stelle auch sein Gehirn. Hilft das auch in anderen Unterrichtsfächern später? Eher weniger. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein Indiz dafür, dass man dann in Mathematik eine 1 haben muss. Wozu braucht man eigentlich die Zahl Pi? Die taucht an unterschiedlichsten Stellen in der Mathematik auf, also nicht nur beim Kreis, sondern auch in der höheren Mathematik rechnet man zum Beispiel in der Stochastik, in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, bei der Gauss-Verteilung, bei der Integration, also an vielfältigsten Stellen taucht Pi auf. Meistens unerwartet. Wie lange gibt es den Pi-Wettbewerb schon bei Ihnen? Den führen wir seit 2000 durch, mehr oder weniger regelmäßig alle 2 bis 3 Jahre. War das heute ein Rekord? Das war heute absoluter Rekord. Die maximale Stellenzahl war bei 403, der von Nico. Und ja, jetzt mit 2702 Stellen ist das also doch ein enormer Quantensprung. 3 2 3 8 4 6 2 6 4 3 3 8 3 2 7 9 5 0. Neben Nico traten übrigens noch weitere Schüler der Schule zum Wettbewerb an. 3,141592653 5891932 3 8 4 6 2 6 4 3,141592653 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 2 6 4 3 3 8 3 2 7 9 5 0 2 8 8 4 1 9 7 1 6 9 3 9 3 7 5 1 0 5 8 2 0 9 7 4 9 4 4.